Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video beschäftigen wir uns mit Stablecoins. Stablecoins sind Kryptowährungen, deren Preis an einen Referenzwert gekoppelt ist, um die extreme Volatilität zu vermeiden, die bei anderen Kryptowährungen häufig zu beobachten sind. In der Regel wird der Wert eines Stablecoins an eine Fiat-Währung wie den US-Dollar oder den Euro gebunden oder auch andere Referenzwerte wie Asset-Backed, zum Beispiel Gold oder Kryptowährungen können als Grundlage dienen. Eine gute Übersicht dazu bietet die folgende Webseite hier. Das ist dieser Wikipedia-Artikel. Das gibt einen guten Übersicht. Wir gehen natürlich ein bisschen tiefer rein. So als Einstieg ist es sicherlich hilfreich. Die Absicherung oder Besicherung auf Englisch Collateralization spielt eine entscheidende Rolle bei der Stabilität des Stablecoins. Sie beschreibt, wie der Stablecoin gedeckt, gesichert ist, also welche Art von Vermögenswerten als Rücklage gehalten werden, um den Wert des Tokens zu schützen. Es gibt drei oder dreieinhalb Arten, wie man ein Stablecoin absichern kann. Zuerst gibt es die Fiat-gedeckten Stablecoins. Diese Stablecoins sind durch Fiat-Währung wie US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken besichert. Für jeden ausgegebenen Stablecoin wird ein entsprechender Betrag der Fiat-Währung als Reserve gehalten. Beispiele sind Tether, USDT und USDC, also der USD-Coin, die durch reale Bankeinlagen oder andere liquide Mittel gestützt werden. Diese Art von Stablecoin ist einfach zu verstehen, da die Reserven direkt mit dem Wert der Token korrespondieren. Bei den Asset-Backed Stablecoins, die können durch börsengehandelte Rohstoffe wie Gold oder andere wertvolle Vermögenswerte gedeckt werden. Hier wird der Wert des Stablecoins an den Preis des Rohstoffes gebunden, um die Stabilität zu gewährleisten. Diese Art von Besicherung, von Collateralization, bietet zusätzliche Sicherheit, da die Rücklage in einem physisch greifbaren Vermögenswert besteht. Dann gibt es Crypto-Collateralized Stablecoins. Im Gegensatz zu den Fiat-basierten Modellen sind Crypto-Collateralized Stablecoins durch andere Kryptowährungen abgesichert. Ein bekanntes Beispiel ist DAI, das unter anderem auf der Blockchain basiert, wobei es auch noch andere Chains gibt, wo der DAI ebenfalls existiert und durch überbesicherte Kryptowährungen wie unter anderem Ether gestützt wird. Um der Volatilität der Kryptomärkte entgegenzuwirken, sind oft mehrere Kryptowährungen als der ausgegebene Stablecoin-Wert in Reserve, um Schwankungen auszugleichen. Ein weiterer Punkt ist, dass diese Modelle einen höheren Dezentralisierungsgrad aufweisen. Das heißt, es basiert auf anderen dezentralen Kryptowährungen, wobei es auch hier Grenzen gibt, da DAI zum Beispiel auch durch USDC gedeckt ist, welcher wiederum Fiat-basiert ist, welche wiederum eine zentrale Instanz voraussetzt. Später dazu noch mehr. Und dann gibt es noch den algorithmischen Stablecoin. Das ist eine weitere Kategorie, die ohne direkte Absicherung auskommt. Hier reguliert ein Algorithmus die Menge der im Umlauf befindlichen Stablecoins, um den Preis stabil zu halten. Dieser Mechanismus funktioniert durch das automatische Erhöhen oder Reduzieren des Angebots, je nach Marktlage. Allerdings haben sich diese Konzepte als sehr schwierig erwiesen. Der Zusammenbruch von Terra USD, also UST, im Jahre 2022 hat gezeigt, dass algorithmische Stablecoins anfällig für Instabilitäten sind, wenn die Nachfrage nicht genau prognostiziert werden kann. Daher wird oft argumentiert, dass algorithmische Stablecoins in ihrer jetzigen Form nicht nachhaltig funktionieren.
Insgesamt hängt die Stabilität eines Stablecoins von der Art und Zuverlässigkeit der Absicherung der Collateralization ab. Während Fiat- und Asset-gebundene Stablecoins durch greifbare Vermögenswerte gedeckt sind, bieten Crypto-Collateralized-Varianten mehr Dezentralisierung, aber auch mehr Risiko. Algorithmische Stablecoins sind innovativ, haben sich jedoch als weniger verlässlich erwiesen. Wie gesagt, mehr dazu später. Einer der Hauptgründe für die Schaffung von Stablecoins ist die extreme Preisvolatilität auf den Kryptomärkten. Der Wert von Bitcoin oder Ethereum kann innerhalb von Stunden stark schwanken, was es schwierig macht, diese Währung für alltägliche Transaktionen zu nutzen oder sie als stabilen Wertträger zu betrachten. Stablecoins bieten eine Lösung, indem sie an stabilere Vermögenswerte wie Fiat-Währung oder Rohstoffe gekoppelt sind, was den Preis stabil hält. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass die meisten Zahlungen in der physischen Welt nach wie vor in Fiat-Währung wie dem US-Dollar oder dem Euro erfolgen. Obwohl Kryptowährungen zunehmend als Zahlungsmittel akzeptiert werden, ist der Übergang zur weit verbreiteten Nutzung im Alltag noch nicht erfolgt. Stablecoins ermöglichen es, Nutzern innerhalb der Blockchain-Welt zu agieren und gleichzeitig einen stabilen Wert für den Einsatz in der realen Welt zu behalten. Sie fungieren als Brücke zwischen der Kryptowelt und dem traditionellen Finanzsystem. Schauen wir uns nun kurz eine Liste der größten Stablecoins an. Das finden wir auf dieser Seite hier. Das ist DeFi Llama. Und hier sehen wir die drei größten Stablecoins. Das ist USDT mit einer Market Capitalization von 120 Milliarden US-Dollar. Dann kommt USDC von Coinbase, der hat eine Marktkapitalisierung von 35 Milliarden US-Dollar. Und weit abgeschlagen DAI hier hinten. Und hier sehen wir auch, dass er eben auf mehreren Chains auch existiert, von Arbitrum zu Gnosis zu Polygon zu Ethereum. Und DAI hat eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar. Dann gibt es natürlich noch mehrere hier, unter anderem auch PayPal, was jetzt neu dazugekommen ist. Irgendeinmal kommt dann noch BlackRock. Also da sind doch relativ große Player bereits unterwegs. Und noch kurz aus technischer Sicht, Stablecoins, das sind meistens Smart Contracts. Das heißt, auf diesen Chains gibt es ein Smart Contract, welcher diesen Token repräsentiert. Und diese Stablecoins sind nicht Native Currencies, also nicht wie Ethers oder Bitcoins, sondern wie gesagt, das sind Tokens, welche durch ein Smart Contract gesteuert sind. Gut, schauen wir uns die Geschichte der Stablecoins ein bisschen an. Die Geschichte der Stablecoins, die begann im Jahre 2014 mit der Einführung von Tether, also USDT, der ersten bedeutenden Kryptowährung dieser Art. USDT ist ein an den US-Dollar im Verhältnis 1 zu 1 gekoppelte Kryptowährung und gewann zwischen 2015 und 2017 zunehmend an Bedeutung, da es Händlern einen sicheren Hafen vor der Volatilität des Kryptomarktes bot. Und wenn wir uns den Verlauf anschauen der Kryptowährung, wir können jetzt auf CoinMarketCap gehen, nehmen wir zum Beispiel Bitcoin und wenn wir uns die Geschichte hier ansehen, 2014 bis 2017, also von hier bis hier, da sind wir 17 und hier sind wir bei 14. Da sieht man, gab es doch schon heftige Schwankungen von 100 bis 1000 fast und dann wieder gesunken und dann wieder gestiegen. Und da haben die Händler eben einen sicheren Hafen gesucht. In den Jahren 2017 und 2018 wurden jedoch Fragen zur Transparenz und der Reserveprüfung von USDT laut. Diese führte zur Entwicklung alternativer Stablecoins. Und ein wichtiger Meilenstein war die Einführung von DAI
durch MakerDAO im Jahre 2018 den ersten großen dezentralen Crypto-Collateralized Stablecoin, der schnell Popularität im DeFi-Bereich erlangte. 2019 sorgte Facebook mit der Ankündigung von Libra, einer globalen Stablecoin basierenden auf einem Korb von Fiat-Währungen, für Aufsehen. Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt vom Aufstieg der Stablecoins im Zuge des DeFi-Booms. USDC, DAI und BUSD gewannen erheblich Marktanteile. Gleichzeitig tauchten experimentelle Ansätze wie der algorithmische Stablecoin UST auf, der trotz rascher Adoption 2022 kollabierte und eine erhebliche Krise im Kryptomarkt auslöste. Dieser Zusammenbruch von UST im Jahre 2020 verdeutlicht die Risiken algorithmischer Stablecoins und führte zu einem verstärkten regulatorischen Druck. Und seit 2023 bemühen sich globale Instanzen wie die EU und die US-Regierung um verbesserte Transparenz und Compliance im Stablecoin-Sektor. Beispielsweise durch Initiativen wie MiCA und andere Vorschläge des US-Finanzministeriums. MiCA, das ist, wenn ich hier auf diese Seite gehe, Markets in Crypto Assets Regulation, das ist die Regulierung von der EU aus, wie sie diese Tokens oder diese Stablecoins regulieren möchten. Und das Pendant dazu, das gibt es auch auf der Seite der USA. Dort gibt es eben auch einen Druck, diese Coins, diese Tokens, die Initial Offerings und Stablecoins, das alles zu regulieren. Eine weitere Art von Stablecoin sind Central Bank Digital Currencies, sogenannte CBDCs. Das sind Stablecoins oder Ansätze oder Ideen für ein Stablecoin, welche von Zentralbanken aus lanciert werden, aber in den Kryptomärkten spielen sie noch keine Rolle. Aber die traditionellen Institutionen wollen ebenfalls auf diesen Zug aufspringen. Und dieses Announcement von Visa, das kürzlich erschienen ist, zeigt diese Tendenz. Das ist dieser Release hier. Visa hat die Einführung seiner Visa Tokenized Asset Plattform angekündigt. Ein neues Produkt, das Finanzinstituten dabei helfen soll, Fiat-geldbasierte Tokens auf Blockchain-Netzwerken auszugeben und zu verwalten. Sogenannte VTAP, das auf der Visa Developer Plattform verfügbar ist, ermöglicht es teilnehmenden Banken, ihre eigenen Fiat-geldbasierten Token in einer zuerst Sandbox-Umgebung zu erstellen und zu testen. Die Plattform bietet einfache Integration über APIs, Programmierbarkeit für die Nutzen von Smart Contracts und plant zukünftige Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken. Und Visa plant 2025 ein erstes Live-Pilotprojekt mit ausgewählten Kunden auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain zu starten. Aus der Grafik bei DeFi Llama haben wir gesehen, dass USDT, USDC, DAI sehr erfolgreich sind. Es gab aber auch einige Rückschläge, zum Beispiel Terra mit dem algorithmischen Stablecoin UST. Der Zusammenbruch von Terra UST Stablecoin im Jahre 2022 war eines der bedeutendsten Ereignisse in der Kryptowelt. UST war ein algorithmisches Stablecoin, der versuchte, eine 1:1 Bindung an den US-Dollar ohne vollständige Deckung durch Sicherheit zu halten. Stattdessen setzte das System auf einen Mechanismus zwischen UST und dem Schwestertoken Luna. Und wenn der Preis von UST über 1 Dollar stieg, konnte Luna verbrannt werden, burnt werden, um mehr UST zu minten und somit das Angebot zu erhöhen und den Preis zu senken. Fiel der Preis von UST unter 1 Dollar, konnte UST geburnt werden, um Luna zu minten, was das Angebot von UST reduzieren und den Preis wieder stabilisieren sollte. So die Theorie.
UST war ein Stablecoin, der auf Senorage basierte. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der Mechanismus zwischen UST und seiner Schwester Token Luna sorgte dafür, dass UST seine Bindung an den US-Dollar initial halten konnte. Und der Prozess funktioniert wie folgendermaßen. Wenn die Nachfrage nach dem Stablecoin steigt und der Preis über die angestrebte Parität, normalerweise hier 1 zu 1 zum US-Dollar, steigt, wird mehr von der zugehörigen Kryptowährung ausgegeben, um das Angebot zu erhöhen, um den Preis zu senken. Wenn der Preis unter die Parität fällt, wird das Angebot des Stablecoins reduziert, indem er geburnt wird, um so das Angebot zu verringern, um den Preis wieder anzuheben. Und die Differenz zwischen den Herstellungskosten des Stablecoins und seinem Marktwert wird als Seigniorage bezeichnet, ein Konzept, das von der Münzprägung im traditionellen Finanzwesen stammt. Und ein entscheidender Faktor über den anfänglichen Erfolg von UST war das Anchor-Protokoll. Das ist das folgende Protokoll hier. Das ist ein Decentralized Savings Protocol offering low volatile yield on Terra Stablecoin Deposits. Das hat im Fall von UST und Terra hat das sehr hohe Renditen von bis zu 20% Jahreszins versprochen auf UST-Einlagen. Das war zu den Zeiten, wo man noch eine Nullzinsenrunde hatte. Das heißt, auf der Bank bekam man fast keinen Zins oder Negativzins und die haben mit 20% um sich geschmissen. Das war natürlich sehr attraktiv, aber im Nachhinein eben nicht nachhaltig. Und diese hohen Erträge lockten natürlich viele Nutzer an, doch eben es war nicht nachhaltig, da es ständig neuen Kapitalzufluss benötigte, um die Belohnung aufrechtzuerhalten. Als dieses System unter Druck geriet, begannen größere Investoren ihre UST-Bestände zu verkaufen, was zu einem Vertrauensverlust führte. Im Mai 2022 begann sich der UST-Kurs von seinem 1-Dollar-Peg zu lösen und mehrere Faktoren trugen dazu bei, darunter eine allgemein negative Marktstimmung, die das Vertrauen in den gesamten Kryptomarkt erschütterte. Zudem führten massive Abhebungen von UST aus dem Anchor-Protokoll zu einem Rückgang der Nachfrage, was den Druck auf den UST-Kurs erhöhte. Dieser Kursverlust löste eine Abwärtsspirale aus. Das System versuchte, den Kurs durch das Verbrennen von UST und das Minten von Luna zu stabilisieren. Dies führte jedoch zu einer enormen Ausweitung des Luna-Angebotes, was den Luna-Preis dramatisch sinken ließ. Da Luna immer weiter an Wert verlor, konnte das System den UST-Kurs nicht mehr stabilisieren und beide Token stürzten ab. UST verlor vollständig seine Bindung an den US-Dollar. Und sowohl UST als auch Luna wurden fast wertlos. Die Folgen dieses Zusammenbruchs waren enorm. Der Gesamtwert von Terra UST und Luna, der zuvor fast 45 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, verfiel praktisch über Nacht. Viele Anleger erlitten erhebliche Verluste. Zudem rückte der Zusammenbruch algorithmischer Stablecoins in den Fokus von Regulierungsbehörden, die sich zunehmend Sorgen um die Stabilität und Sicherheit solcher Finanzprodukte machten. Der Terra UST-Zusammenbruch zeigte deutlich, dass algorithmische Modelle in Krisenzeiten extrem instabil sein können und dass hohe Rendite oft auf wackeligem Fundament beruhen. Dies führte zu einer verstärkten Diskussion über die Notwendigkeit einer besseren Regulierung und transparenter Absicherung für Stablecoins. Nach dem Fall von Terra UST gab es auch gute Berichte, warum es nicht funktionieren kann. Das hier ist einer davon. Und in diesem Artikel kommt er zum Schluss. We are able to prove from first principles that in absence of outside funding, algorithmic stablecoin cannot be stable. It is impossible to create a successful algorithm. Das heißt, bei einem algorithmischen Stablecoin muss immer Finanzierung von außen wieder reinkommen, damit es funktioniert. Wenn das nicht passiert, dann ist der Stablecoin nicht stable. Do Kwon
der Mitgründer und CEO von Terraform Labs, dem Unternehmen hinter Terra UST Stablecoin, spielte eine zentrale Rolle im Aufbau des Terra-Ökosystems. Nach der Zusammenbruch von UST und Luna im Mai 2022 zu enormen finanziellen Verlusten bei Investoren weltweit geführt hatte, geriet Kwon zunehmend in das Visier internationaler Behörden. Er wurde für seine Rolle in der Entwicklung und Vermarktung des algorithmischen Stablecoins verantwortlich gemacht, dessen Versagen nicht nur Milliarden an Marktwert vernichtete, sondern auch das Vertrauen in den gesamten Kryptomarkt erschütterte. Am 23. März 2023, Do Kwon, das ist dieser Mensch hier, wurde er schließlich verhaftet, nachdem er monatelang auf der Flucht gewesen war. Die Behörden hatten weltweit nach ihm gesucht, da er sich nach dem Kollaps von Terra und Luna in mehreren Ländern aufhielt. Kwon wurde in Montenegro festgenommen und erwartet seitdem seine Auslieferung an Südkorea, wo er unter anderem wegen Betrugsanklagen strafrechtlich verfolgt wird. Südkorea fordert seine Auslieferung, um ihn vor Gericht zu stellen und die Vorwürfe rund um die Veruntreuung von Anlagegeldern und den Zusammenbruch des Terra-Ökosystems zu klären. Kwons Verhaftung markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der Aufarbeitung des Skandals um Terra und unterstreicht die zunehmende Regulierung und Kontrolle des Kryptomarktes durch staatliche Behörden weltweit. Kein Epic Fail, aber BUSD hat sein Stablecoin eingestellt. BUSD, das ist Binance USD. Binance ist eine große oder einer der größten Kryptowährungen. Das ist diese Seite hier auf Binance. Da kann man Kryptowährungen traden. Diese Seite hier. Und BUSD war eine von der Kryptobörse Binance in Zusammenarbeit mit Paxos herausgegebenen Stablecoin, der an den US-Dollar gebunden war. BUSD galt als einer der größten Stablecoins auf dem Markt und wurde von Paxos als vertrauenswürdiger, vollständig gedeckter digitaler Dollar beworben. Paxos, das ist diese Firma hier. Dennoch wurde im Februar 2023 bekannt, dass Paxos auf Anweisung der New Yorker Finanzaufsichtsbehörde die Ausgabe von BUSD einstellen musste. Diese Entscheidung folgte auf eine zunehmende regulatorische Kontrolle von Stablecoins und Kryptovermögenswerten in den USA. Der Hauptgrund für die Einstellung von BUSD lag in regulatorischen Bedenken. Die US-Behörde untersuchte, ob BUSD tatsächlich den strengen rechtlichen Anforderungen entsprach, die für Stablecoins in den USA gelten, insbesondere im Hinblick auf den Anlegerschutz und die Deckung der Währung durch entsprechende Reserven. Zudem wurde Paxos von der US Securities and Exchange Commission mit einer Klage bedroht, weil die Behörde den Standpunkt vertrat, dass BUSD als nicht registriertes Wertpapier eingestuft werden könnte. Diese regulatorischen Herausforderungen führten dazu, dass Paxos die Ausgabe neuer BUSD-Tokens einstellte, während die bestehenden BUSD weiterhin von Paxos verwaltet und unterstützt wurden. Ein weiteres Thema, das im Zusammenhang mit der Einstellung von BUSD zur Diskussion stand, war die Rolle von Changpeng Zhao, dem CEO von Binance. Während Changpeng Zhao in direkter Hinsicht nicht die Ursache für die Einstellung von BUSD war, fällt dieser Schritt in eine Zeit, in der Binance und er selbst vermehrt unter regulatorischem Druck gerieten. Auch Changpeng Zhao persönlich steht im Fokus der US-Behörden. Obwohl er zum Zeitpunkt der Einstellung von BUSD nicht inhaftiert war, gab es anhaltende Ermittlungen gegen ihn und Binance wegen verschiedener Vorwürfe, einschließlich mutmaßlicher Verstöße gegen US-Geldwäschegesetze und die Zulassung nicht registrierter Wertpapiere. Am 23. Oktober 2023 kam es schließlich zu einem bedeutenden Ereignis, als Changpeng Zhao in den USA verhaftet wurde. Dies steht jedoch in keinem direkten Zusammenhang mit der Einstellung von BUSD, sondern vielmehr mit den breiteren Vorwürfen und rechtlichen Problemen, die Binance und sein CEO betreffen. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass die Einstellung von BUSD in erster Linie auf regulatorische Bedenken in Bezug auf Stablecoins in den USA zurückzuführen war, während die Inhaftierung von Zhang Bengzhao Teil eines umfassenden rechtlichen Vorgehens gegen ihn und die Binance-Behörde ist. Ein weiterer Fail, aber mit positiven Aspekten, ist die Initiative von Facebook, nämlich Libre und Diem. Das gibt sicher eine gute Übersicht, was Diem war oder was es immer noch ist, wie die ganze Geschichte, wie es entstanden ist. Ich werde ganz kurz darüber noch etwas sagen. Die L1-Blockchains Aptos und Sui haben in letzter Zeit aufmerksam auf sich gezogen und sie teilen mehrere Gemeinsamkeiten. Interessanterweise haben sie alle ehemalige Meta- oder Facebook-Teammitglieder, Gründer, die zuvor an der Entwicklung von Metas mittlerweile aufgegebenen Blockchain-Projektes gearbeitet haben, nämlich Libra Diem und dem Wallet Calibra Novi. Und beide Projekte basieren auf der Grundlage des ursprünglichen Diem Core Codebase. Das ist auch Open Source und diese bauen auch auf der Smart Contract Language Move auf. Also beide Projekte. Das ist einer neuen Rust-basierten Programmiersprache, die für die Diem Blockchain entwickelt wurde. Und Diem zielte darauf ab, einen stabileren und stärker regulierten Stablecoin als Grundlage für Metas Vision des Metaversums zu schaffen. Und das Projekt stieß jedoch auf sehr starken Widerstand und unablässigen Druck seitens globaler Regulierungsbehörden. Diese befürchteten, dass das Ausmaß von Diem in Verbindung mit Facebooks riesiger Nutzerbasis eine Bedrohung für die Finanzstabilität, die Geldpolitik und den Datenschutz darstellen könnte. Während der Anhörung im US-Kongress im Jahre 2019 äußerte sowohl demokratische wie auch republikanische Abgeordnete Bedenken hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen von Libra auf die globale Finanzstabilität, die Währungssouveränität und den Datenschutz der Nutzer. Die Europäische Union und andere globale Regierungsbehörden, wie die Bank of England, schlugen auch sehr schnell Alarm. Der französische Wirtschaftsminister erklärte damals ausdrücklich, dass Libra eine Gefahr für die finanzielle Souveränität der Nation darstellte. Auch Regierungsbehörden in Ländern wie Deutschland und Indien äußerten Bedenken hinsichtlich der potenziellen Herausforderungen, die Libra für ihre nationalen Währungen und Finanzsysteme darstellen könnten. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, eine internationale Finanzinstitution, die als quasi Zentralbank der Zentralbanken bezeichnet wird, veröffentlichte Berichte, in denen sie vor der systematischen Risiken globaler Stablecoins wie Libra warnte. Und Organisationen wie der Internationale Währungsfonds, IWF und der Finanzstabilitätsrat hoben Bedenken hervor, dass Libra potenziell die globale Finanzstabilität gefährden könnte und dass aufgrund seiner globalen Reichweite das Risiko besteht, dass es für illegale Finanzaktivitäten genutzt wird. Unter diesem Druck musste Meta das Diem-Projekt schließlich aufgeben. Glücklicherweise wurde der Kern von Diem nicht vollständig verworfen. Wie gesagt, es ist Open Source und ehemalige Facebook- oder Meta-Mitarbeiter setzten die Forschung, Entwicklung von Move fort, das sich seitdem zu den bekannten Move-Zwillingen Sui und Aptos entwickelt hat. Es gibt aber auch Coins, die sind teils algorithmisch, teils collateralized. Das ist zum Beispiel Frax. Den Coin gibt es immer noch. Das ist diese Seite hier: The World's Most Innovative Decentralized Stablecoin and DeFi Stablecoin Infrastructure. Das Konzept hinter Frax basiert auf der Idee, dass eine teilweise Collateralization in Kombination mit algorithmischen Mechanismen ausreichen kann, um Preisstabilität zu gewährleisten. Der Frax-Token selbst strebt eine Bindung an den US-Dollar an, während ein zweiter Token der Frax-Shares als Governance-Token fungiert. Bis jetzt konnte sich dieser Stablecoin halten. Das ist dieser Stablecoin hier und man sieht, dass
sich Kursschwankungen ergeben haben, aber er ist immer rund um den Dollar. Hier hat es ein bisschen Pressure gegeben, aber er hat sich entsprechend wieder erholt. Bei Asset-Backed Stablecoins im zentralisierten Finanzwesen, CeFi, müssen Plattformen wie Coinbase oder Binance physische Vermögenswerte wie Fiat-Währung kaufen, um die Stablecoins zu stützen. Dies funktioniert, indem sie immer genauso viele Stablecoins ausgeben, wie sie an realen Vermögenswerten, zum Beispiel US-Dollar, als Sicherheit halten. Ein Beispiel: Wenn der aktuelle Bestand eines Stablecoin-Emittenten 50 USDT beträgt und dafür 50 USD als Sicherheit hinterlegt sind, kauft ein Nutzer 20 USDT für 20 US-Dollar. In diesem Fall erstellt der Stablecoin-Emittent 20 neue USDT, also er mintet, sodass nun 70 USD als Sicherheit hinterlegt sind und 70 USDT im Umlauf sind. Verkauft nun der Nutzer 30 USDT, wird dieser Betrag vernichtet, also burned, und der Emittent überträgt 30 US-Dollar zurück an den Nutzer. Das System funktioniert so lange, wie genügend liquide Vermögenswerte vorhanden sind. Problematisch wird es jedoch, wenn die Sicherheit nicht genügend Liquidität aufweisen. In einem solchen Fall könnte es zu einem Bankrun kommen, bei dem nicht genügend Vermögenswerte zur Verfügung stehen, um alle Rückzahlungen zu decken. Dies würde zu einer instabilen Situation und möglicherweise zum Vertrauensverlust in den Stablecoin führen. Im dezentralen Finanzwesen, DeFi, sind Crypto-backed Stablecoins wie zum Beispiel MakerDAO oder die sich jetzt neu umbenannt haben in Sky, in der Regel durch andere Kryptowährungen gedeckt. Diese Art von Stablecoins erfordert in der Regel eine Überbesicherung, eine Overcollateralization, wenn volatile Vermögenswerte wie Ether als Sicherheit genutzt werden. Ein Beispiel: Angenommen, es gibt 50 DAI, die mit einem Ether als Sicherheit hinterlegt sind, wobei ein Ether entspricht dem Wert von 50 DAI. Ein Nutzer kauft 25 DAI für 0,5 Ethers, sodass insgesamt 1,5 Ethers als Sicherheit hinterlegt sind. Wenn der Ether-Preis jedoch auf 10 DAI pro Ether fällt, sinkt der Wert der hinterlegten Sicherheiten dramatisch. Verkauft der Nutzer in diesem Szenario 15 DAI und erhält dafür 1,5 Ethers, bleibt keine Sicherheit mehr übrig, während immer noch 60 DAI im Umlauf sind. Das Hauptproblem bei Crypto-Backed Stablecoins besteht also darin, dass starke Wertschwankungen der Sicherheiten, wie zum Beispiel Ether oder Bitcoins, das gesamte System gefährden können, wenn die Collateralization-Ratio nicht mehr ausreicht. Bei DAI ist es so gelöst, dass es eine Over-Collateralization gibt, welche mehr als 100% ist. Leider habe ich die aktuellen Zahlen nicht, da die Seite mir ein 429 zurückgibt. Das letzte Mal, dass ich überprüft habe, habe ich gesehen, dass die Over-Collateralization bei 134% ist. Und zudem sind bei DAI auch andere Stablecoins hinterlegt, wie zum Beispiel USDC, was die Wertschwankung verringert. Eine Seite, die ich dazu gefunden habe, ist diese hier. Das ist eine Seite, das ist die Seite Dune. Und hier habe ich die Angabe, wie viel das jeweils von diesem neuen, also das ist der neue Coin Sky, die haben sich ja umbenannt, von daher noch Sky. Hier sieht man ungefähr ein Drittel ist mit Stablecoins hinterlegt. Das ist vielleicht ein Fünftel Ethers und da haben wir noch Einlagen. RWA steht für Real World Assets, die sind nicht so hoch. T-Bills und Lending Protocols, mit dem wird hauptsächlich werden Zinsen generiert, das heißt, man kann die Einlagen auch auslehnen. Und T-Bills, das sind Tokenized Treasury Bills. Die Treasury Bills, das ist ein Finanzinstrument von der US-Regierung und das wurde tokenisiert und das wurde hinterlegt bei Sky respektive bei DAI.
Ich habe da noch eine weitere Grafik verlinkt, diese Grafik hier. So wie ich das verstanden habe, eben DAI oder MakerDAO hat sich umbenannt nach Sky. Es gibt den DAI, es gibt den Sky und es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man von DAI zu Sky wechseln kann. Das heißt, die Grafik, die wir bis jetzt gesehen haben, das ist der alte DAI oder Sky. Und hier sehen wir den neuen und da sehen wir ähnliche Zahlen, wie es zusammengesetzt ist. Zu PSM, was das ist, kommen wir gerade noch. RWA sind Real World Assets. Und hier sieht man ebenfalls die Zusammensetzung, wie dieser Stablecoin hinterlegt ist. Die Schaffung und das Anbieten von Stablecoins haben sowohl für die Emittenten als auch für die Nutzer erhebliche Vorteile. Aus Sicht der Herausgeber ist es einer der Hauptanreize, die Möglichkeit, beträchtliche Zinserträge zu generieren. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Milliarden von US-Dollar auf Ihrem Konto, für die Sie keinen Zins zahlen müssen, also denjenigen Personen, die das Geld gegeben haben, während Sie gleichzeitig Zinsen auf diesen Geldern erhalten, weil Sie sie angelegt haben, zum Beispiel bei diesen Treasury Bills. Und das ist auch im Wesentlichen das Geschäftsmodell vieler Stablecoin-Emittenten. Für die Nutzer bieten Stablecoins eine Reihe von Vorteilen und Anwendungsmöglichkeiten. Ein wesentlicher Vorteil ist der Zugang zu einem USD-äquivalenten Asset und dies ermöglicht es, Anlegen in volatilen Marktphasen schnell in ein stabiles Asset zu wechseln, ohne das Krypto-Ökosystem verlassen zu müssen. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, wenn man jetzt das kombiniert mit Borrowing und Lending, dass man zum Beispiel höhere Renditen erzeugen kann, wenn man Yield Farming betreibt. Und diese Plattformen bieten oft höhere Zinsen für USD-Stablecoins an als für Ethereum. Und da kann man zum Beispiel bei diesen Borrowing- und Lending-Plattformen kann man dann diese Ethers als Collateral hinterlegen, US-Dollar oder USDT oder USDC ausborgen, diese dann beim Protokoll hinterlegen und dementsprechend Rendite generieren. Dies macht Stablecoins zu einer attraktiven Option für Anleger, eben die höhere Renditen damit suchen. Ein konkretes Beispiel könnte so aussehen: Ein Kryptoinvestor möchte seinen Ethereum-Bestand nicht verkaufen, benötigt aber kurzfristig Liquidität in US-Dollar. Und anstatt seine Ethers zu verkaufen, kann er diese als Sicherheit hinterlegen und dafür eine Kredit in Form von USD-Stablecoins aufnehmen. Und mit diesem Stablecoin kann er dann entweder reale Ausgaben tätigen oder sie in Yield-Farming-Protokolle einbringen, um zusätzliche Erträge zu generieren. Und sobald der Ether-Kurs wieder steigt oder er andersweitig Liquidität erhält, kann er den Kredit zurückzahlen und behält seine ursprüngliche Ethereum-Position. Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Stablecoins Flexibilität und finanzielle Möglichkeiten im Kryptosektor erweitern. Und das Collateral Management spielt eine zentrale Rolle im Borrowing und Lending, ähnlich wie bei den Stablecoins. Das heißt, ähnlich wie beim Prinzip der Stablecoin selbst wird Collateral hinterlegt, um die Kredite abzusichern. Das bietet sowohl Kreditnehmern als auch Kreditgebern Sicherheit und minimiert das Risiko von Zahlungsausfällen. Im Falle einer Liquidation wird das Collateral zur Auktion gestellt und die ausstehenden DAI-Schulden sowie eine Liquidationsgebühr zu decken. Und die ausstehenden DAI, die in der Auktion verkauft werden, werden vernichtet. Und der Bieter erhält das Collateral zum Gebotspreis und der Vaultbesitzer erhält den Restbetrag. Und ein bemerkenswertes Beispiel für die Liquidation ist das Maker-Protokoll vom 8. bis 12. Mai. Erlebte das Maker-Protokoll, also 2022, erlebte das Maker-Protokoll 90 Liquidationsauktionen und dies zeigt die Dynamik und Herausforderungen, die mit dem Collateral Management in DeFi-Plattformen verbunden sind. Noch was zum DAI, dem sogenannten Peg Stability Module, das in DAI eingebaut ist. Und das ist ein weiteres wichtiges Konzept in der DeFi-Welt. Es ermöglicht die Umwandlung von DAI in Wrapped USDC und umgekehrt. Und dies trägt zur Stabilität des DAI-Preises bei und bietet eine zusätzliche Sicherheitsschicht für die Benutzer.
Stablecoins sind zwar eine attraktive Option für Investoren und Benutzer, aber sie sind nicht ohne Risiko. Ein prominentes Beispiel wie der UST, der erhebliche Schwankungen und Stabilitätsprobleme erlebt hat. Diese Ereignisse unterstreichen die Notwendigkeit, die Risiken und Herausforderungen, die mit Stablecoins verbunden sind, sorgfältig zu bewerten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Collateral Management und die Liquidation bei DeFi-Plattformen komplexe, aber gut strukturierte Prozesse sind. Sie bieten Sicherheit und Stabilität, sind jedoch auch mit Risiken verbunden, natürlich die sorgfältig überwacht und gemanagt werden müssen. Gut, das wäre die Stablecoin-Vorlesung gewesen. Ich habe viele Sachen aus dem Netz, einige Sachen natürlich auch aus diesem Buch hier. Und das sollte euch einen Überblick über die Stablecoins geben, was es ist, wie es funktioniert. Eben das Collateral Management, das wird bei euch beim Challenge Stars wichtig sein. Und hier mal die Information dazu, was es für Stablecoins gibt, was es überhaupt ist, wo die Probleme sind. Und eben das Collateral Management, das ist sehr wichtig.